Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Er werde am Montag den Prozess für ein Referendum einleiten, sagt der britische Premierminister David Cameron heute in London. Am 23. Juni soll das Volk entscheiden, ob Großbritannien eine Zukunft in der EU hat oder nicht. Und damit guten Abend zu richtig später Stunde. Kaum ist in Brüssel der EU-Gipfel um die Frage, wie ein Ausscheiden der Briten aus der Gemeinschaft, also der sogenannte Brexit, in der vergangenen Nacht mit einem Kompromiss zu Ende gegangen. Da kündigt Cameron also bereits den nächsten Schicksalstag für das vereinte Europa an. Und das ist Donnerstag, der 23. Juni. Bis zur Abstimmung will er versuchen, die Briten für den Verbleib in der EU zu gewinnen. Wie er das machen möchte, dazu kommen wir gleich. Aber vorher erklärt uns Christian Feld den Kompromiss des EU-Gipfels von Brüssel. So viele Verhandlungsstunden hinter verschlossenen Türen, da ist beim Brüsseler Gipfel jede noch so kleine Information wertvoll. Dann, es ist fast Samstag, sorgen 31 Zeichen für Klarheit. Die litauische Präsidentin lässt wissen, Einigung, Drama beendet. Er ist der Dramakönig und Hauptdarsteller. David Cameron präsentiert sich am Ende als großer Sieger. Jeder soll hören, was er erreicht hat. Ein europäischer Superstaat? Nein, danke. Eine immer engere Union? Nicht mit uns. In den letzten Stunden habe ich eine Einigung verhandelt, die Großbritannien einen Sonderstatus gibt innerhalb der EU. Was ändert sich? Neu zugewanderte EU-Bürger bekommen manche Sozialleistungen nicht mehr sofort. So gibt es volle Lohnzuschüsse und Zugang zu Sozialwohnungen erst nach 4 Jahren. Einschnitte auch beim Kindergeld, bleibt ein Kind im Herkunftsland der Eltern, so ist die dortige Höhe der Maßstab. Weniger Kindergeld für EU-Ausländer, eine Option nicht nur für Großbritannien. Deshalb kann Deutschland davon Gebrauch machen. So wie die Dinge laufen, werden wir das jetzt in der Koalition überlegen. Aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass wir das auch umsetzen für Deutschland. Es waren hitzige Debatten in Brüssel. Am Ende muss jeder runter von seinen Maximalforderungen, auch David Cameron. Er wollte eigentlich mehr Einfluss auf Entscheidungen der Eurozone. Die Vertiefung der Wirtschafts- und Währungsunion geht weiter. Es gibt kein Veto. Das macht der Text kristallklar. Ich glaube, das ist ein gutes Ergebnis für Europa und ein gutes Ergebnis für Großbritannien. Ich glaube, dass das, was heute beschlossen worden ist, ein fairer Kompromiss ist. Deal in Brüssel. Der selbsternannte Sieger fährt heim. Auf die EU wartet noch genug Drama beim Referendum. Im Juni. Ja klar, mit dem Wissen um die Angst in der EU vor einem Austritt der Briten konnte David Cameron natürlich hoch pokern in Brüssel. Allerdings spielt auch er selbst mit ziemlich hohem Einsatz. Denn Kompromiss hin oder her, über den Verbleib in der EU entscheidet am Ende nicht Cameron, sondern eben das britische Volk am 23. Juni. Und das Ergebnis des Referendums lässt sich mit keinem Deal der Welt voraussagen. Zumal es auch in Camerons eigenem Kabinett EU-Gegner gibt. Aus London, Julie Kurz. Der Andrang ist groß heute Morgen, Downing Street Number 10. Schaulustige vor den Gittern, Historisches soll hier verkündet werden. Carter Larry müsste man sein, der wohnt direkt in Downing Street, als Mäusejäger für sein Herrchen. Und das tritt dann auch nach gut 2-stündiger Kabinettssitzung vor die Presse mit einer Antwort auf die Frage, über die seit Wochen spekuliert wird, das Datum. Am 23. Juni soll die historische Abstimmung stattfinden. Die Entscheidung liegt dann in Ihren Händen. Aber meine Empfehlung ist klar. Ich glaube, dass Großbritannien sicherer, stärker und besser dran ist in einer reformierten Europäischen Union. Drinnen oder draußen, für David Cameron mag die Empfehlung klar sein. Doch schon bei seinem Kabinett zeigt sich, wie gespalten die Briten in dieser Frage sind. Kaum hat der Premier den Startschuss für den Wahlkampf gegeben, schon sitzen die Ersten aus den eigenen Reihen bei den Gegnern am Telefon.
Ja, ich bin Kabinettsmitglied, genau. Und ich rufe an, um für den Ausstieg zu werben. Mancher von uns glaubt einfach, dass dieser Deal nicht reicht und dass wir die EU verlassen sollten. Denn sie hält uns davon ab, Entscheidungen in unserem nationalen Interesse zu treffen, wie zum Beispiel die Grenzen zu kontrollieren und neue Handelsdeals zu schmieden. Das Lager der EU-Gegner weiß sich medial zu inszenieren. Auf der anderen Seite, bei den EU-Befürwortern, beginnt der Straßenwahlkampf doch eher zaghaft. Konditionssparen für die nächsten Monate? Die dürften hart umkämpft werden, denn der Ausgang des Referendums ist mehr als ungewiss. Die meisten bekannten politischen Köpfe und die Wirtschaft sind größtenteils eher für den Verbleib in der EU. Doch die EU-Gegner haben zwar weniger bekannte Unterstützer, aber dafür haben sie ein Thema, was den Umfragen zufolge die Leute umtreibt: die Einwanderung und die Begrenzung der Freizügigkeit. Der britische Premier wirkt heute sichtlich zufrieden mit sich. Doch sein riskantes Spiel hat gerade erst begonnen. Camerons Taktik in Brüssel und in London. Dazu ein Kommentar von Claudia Buckenmeier vom Norddeutschen Rundfunk. Ehrlich, das Beste beider Welten? Immer eine Sonderbehandlung, aber dann auch noch eine führende Rolle spielen wollen. Geht's noch egoistischer? Ich bekenne mich, ich bin überzeugte Festlandeuropäerin. Und das Drama, das David Cameron im Namen eines speziellen Status seines Landes gerade aufführt, geht mir zu weit. Natürlich ist Großbritannien ein ganz besonderes Land, genauso übrigens wie die anderen europäischen Länder auch. Aber die Zeiten sind längst vorbei, als das Vereinigte Königreich allein die Weltmeere beherrschte. Man kann sich in alten Klischees festfahren und blind werden für die Realität. Ausgerechnet Thronfolger Prinz William sagte vor ein paar Tagen, dass die Fähigkeit, mit anderen Nationen gemeinsam zu agieren, lebenswichtig sei in einer zunehmend turbulenten Welt. Alle Kommentatoren haben es als Appell interpretiert, in der EU zu bleiben. Auch wenn das vom Hof gleich wieder dementiert wurde. Ich finde, er hat etwas benannt, was viele auf der britischen Insel nicht sehen oder nicht sehen wollen. Und deshalb spielt David Cameron mit dem Feuer. Er hat das Referendum versprochen, um sich seine Macht zu sichern, damals vor der letzten Wahl. Er selbst will nicht raus aus der EU, aber er riskiert mit seiner Politik den Austritt. EU-Gegner bestimmen seine politische Agenda. David Cameron hat in letzter Zeit so sehr die Nachteile der Union beschworen, dass ich mich frage, wer den Menschen jetzt davon überzeugen will, dass sie doch von der Mitgliedschaft profitieren. Aber man muss ihm wohl oder übel Glück wünschen für dieses Unterfangen. Denn ein Austritt der Briten könnte einen verheerenden Dominoeffekt für ganz Europa haben. Claudia Buckenmeier kommentierte. Im sächsischen Klausnitz war vorgestern ein Bus mit Asylbewerbern blockiert worden. Auch der anschließende Einsatz der Polizei geriet danach in die Kritik. Und heute rechtfertigte die Polizei ihr Vorgehen. Mehr dazu in den Nachrichten jetzt mit Thorsten Schröder. Die Beamten hatten drei Flüchtlinge gewaltsam aus dem Bus geholt und in eine Unterkunft gebracht, unter ihnen auch einen 14-Jährigen. Die Polizeiführung erklärte, das Vorgehen sei notwendig gewesen, auch um die Flüchtlinge zu schützen. Eine Menschenmenge hatte zuvor den Bus blockiert und Parolen gerufen. Am Abend zeigten in Klausnitz Demonstranten ihre Solidarität mit den Flüchtlingen. Klausnitz, ein Ortsteil der Gemeinde Rechenberg-Bienemühle, am Abend. Vor der Flüchtlingsunterkunft haben sich gut 100 Menschen zu einer spontanen Solidaritätskundgebung getroffen. Sie wollen den Flüchtlingen den Rücken stärken. Das Verhalten dieses Bundespolizisten, dokumentiert per Handykamera, hat für Empörung gesorgt. Doch der zuständige Polizeipräsident kann darin kein Fehlverhalten entdecken. Der Beamte habe korrekt gehandelt. Fehler hätten andere gemacht. Aus meiner Sicht gibt es für das Vorgehen der Polizei überhaupt keine Konsequenzen. Was wir allerdings ausweiten werden, das sind sicherlich auch die Ermittlungen gegen den einen oder anderen Businsassen. Genauer gesagt gegen drei Flüchtlinge. Die hätten mit Gesten aus dem Bus heraus provoziert. Ministerpräsident Tillich wollte sich zu den Vorfällen heute nicht äußern. Die sächsische Opposition findet dagegen deutliche Worte. Sie spricht von Skandal. Aus Opfern würden Täter gemacht.
Bei den Vorwahlen für die US-Präsidentschaftskandidatur der Demokraten hat die frühere Außenministerin Clinton nach Hochrechnungen einen weiteren Sieg errungen. Sie entschied die Abstimmung im Bundesstaat Nevada demnach für sich, lag aber nur knapp vor ihrem Konkurrenten Sanders, der das linke Spektrum vertritt. Ein Dokumentarfilm über Flüchtlinge ist in diesem Jahr auf der Berlinale mit dem Goldenen Bären ausgezeichnet worden. Die Trophäe ging an den italienischen Regisseur Gianfranco Rosi für sein Werk Fuoco a Mare, übersetzt Feuer auf See. Gianfranco Rosi ist der strahlende Gewinner der diesjährigen Berlinale. Sein Dokumentarfilm Fuoco a Mare verschränkt das Schicksal der Flüchtlinge mit dem Leben einer italienischen Fischerfamilie auf der Insel Lampedusa. Er zeigt die Bewohner, die täglich Augenzeugen der Fluchtbewegungen werden. In diesem Augenblick gehen meine Gedanken an die Menschen, die es nicht nach Lampedusa geschafft haben. Ich möchte den Preis den Menschen auf Lampedusa widmen, die stets sehr offen gegenüber den ankommenden Flüchtlingen sind. Den Silbernen Bären als beste Schauspielerin bekam Trine Dierholm. Bester Schauspieler wurde der Tunesier Maj Mastura. Mit der Preisvergabe zeigt die Berlinale erneut, dass sie sich als politisches Filmfest versteht. Er hat der Welt ein Geschenk gemacht. Sein erster Roman, Der Name der Rose, was war das für ein Werk? Und es wurde ein Weltbestseller. Kongenial, verfilmt mit Sean Connery und produziert übrigens von dem deutschen Bernd Eichinger. Echo schrieb dieses Buch, da war er schon fast 50. Und zuvor übte er sich so intensiv in gleich mehreren philosophischen und philologischen Wissenschaften, dass man ihn darin vielleicht sogar als Universalgelehrten bezeichnen könnte. Mindestens aber als einen großen Intellektuellen. Was war er für ein Geist? Welch großer Witz war ihm zu eigen? Über Echo kursiert der Spruch, wenn er eine Bibliothek betritt, dann wollen die Bücher ihn ausleihen. Ihm verdanken wir auch Weisheiten wie diese. Um tolerant zu sein, muss man die Grenzen dessen, was nicht tolerierbar ist, festlegen. Gestern ist Umberto Eco im Alter von 84 Jahren gestorben. Ein Nachruf von Ellen Trapp. Zeit seines Lebens hatte Umberto Eco Angst, nicht neugierig genug zu sein. Er ist einer der berühmtesten Gelehrten Italiens. Als Schriftsteller, Autor und Sprachwissenschaftler wurde er mit zahlreichen Ehrendoktorwürden und Preisen ausgezeichnet. Doch weltberühmt wurde er mit seinem ersten Roman, Der Name der Rose. 1980 erschienen wurde der Thriller, der im Mittelalter spielt, einige Jahre später verfilmt. Ich gebe zu, dieser hier hat nicht Selbstmord begangen. Mit Sean Connery in der Hauptrolle lockte Ecos Stoff ca. 6 Millionen Menschen allein in die deutschen Kinos. Ricardo De Sanctis hat Umberto Eco für eine ARD-Dokumentation begleitet. Der Journalist hält Eco für einen der neugierigsten Menschen überhaupt. Die Intrige und das Mittelalter seien seine Passion gewesen. Meiner Meinung nach hat er aus Spaß begonnen, den Roman zu schreiben. Ich glaube, er selbst war am meisten überrascht über den Welterfolg. Eco liebte Trinken, Essen und die Schönheit der Dinge. Als Sohn eines Buchhalters wurde Umberto Eco 1932 in Alessandria im Piemont geboren. Sein Vater wollte, dass er Jura studiert. Er entschied sich für Philosophie und Literaturgeschichte. Bis zuletzt war der politische Beobachter ein überzeugter Europäer. In diesem Moment bin ich sehr pessimistisch, weil der Sinn für Solidarität abnimmt. Und ohne Sinn für Solidarität funktioniert Europa nicht mehr. Deshalb bin ich gerade sehr besorgt. Umberto Eco war verheiratet und hat zwei Kinder. In der vergangenen Nacht starb er im Alter von 84 Jahren nach einem langen Krebsleiden in seinem Haus in Mailand. Uns fehlt noch der Sport und das heißt samstags natürlich die Fußball-Bundesliga. Und da kam es heute zu einem echten Derby-Klassiker. Und das bedeutet in der Regel nicht nur viel Tradition, Katja Wunderlich, sondern auch viel Emotion. Definitiv. Und so war es auch heute beim Rhein-Derby zwischen Mönchengladbach und Köln. Siege werden da besonders groß gefeiert und heute durften die Gladbacher jubeln. Mit dem 46. Sieg im 84. rheinischen Derby hat sich die Borussia wieder auf einen internationalen Startplatz vorgeschoben. Dabei spielte der junge und inzwischen von europäischen Topclubs begehrte Mahmoud Dahoud eine besondere Rolle. Vor der Begegnung hatten Kölner Fans mit einem Protestmarsch ihren Unmut über die Ticketvergabe in Gladbach zum Ausdruck gebracht.
Wenige hundert Kölner Fans demonstrieren friedlich und ohne Zwischenfälle vor dem Spiel im Gladbacher Ortsteil Reit gegen personalisierte Tickets und reduzierte Auswärtsfankontingente. Eine Folge der massiven Ausschreitungen beim letzten rheinischen Derby in Mönchengladbach. Und ein Teil der Kölner Anhänger boykottierte das Spiel gleich ganz. Es war relativ ruhiges Spiel, sowohl von den Rängen her, aber auch auf dem Platz her. Es war relativ dezent. Die Geschichte des 84. rheinischen Derbys ist schnell erzählt. Mahmoud Dahoud erzielt das Tor des Tages bereits nach 9 Minuten. Der erst 20-jährige Dahoud, klasse gesehen hier von Raphael, spielt sich mehr und mehr in die Herzen der Gladbacher Fans. In seiner Entwicklung hilft es ihm, wenn er sich auf Fußballspielen konzentriert und er nicht immer entweder gehypt oder dann gleich wieder als Enttäuschung beschrieben wird. So ein Mittel tut ganz gut, so helfen wir ihm. Dahoud selbst spricht nicht konsequent, wie auch im Zweikampf gegen Bittencourt. In der ersten Halbzeit hätte es hier durchaus Strafstoß für Köln geben können. So bleibt es aber bei einem dünnen, aber verdienten Gladbacher 1:0 Derbysieg. Es war ein gelungener Einstand vor heimischer Kulisse für den neuen und erst 28 Jahre alten Trainer der TSG 1899 Hoffenheim. Julian Nagelsmann und sein Team verschafften sich mit dem 3:2 gegen Mainz neue Hoffnung im Abstiegskampf. Nach 2 Spielen und 4 Punkten unter der Regie des jüngsten Bundesliga-Trainers ist der Relegationsplatz nur noch 2 Punkte entfernt. Da darf man schon mal seinen Gefühlen freien Lauf lassen. Hoffenheim lebt noch dank Julian Nagelsmann und seinem ersten Sieg gleich beim Heimdebüt gegen Mainz. Man sehnt sich nach dem Schlusspfiff, dann gibt es diese lästige Nachspielzeit, die natürlich regelkonform ist, aber die tut einem besonders weh, weil man auf der Anzeigentafel nichts mehr sieht. Man muss ständig auf seine Armbanduhr gucken, wann es endlich vorbei ist. Und als der Schlusspfiff dann kam, ja, war es ein sehr schöner und wichtiger Sieg für uns. Dabei hatte die Partie überhaupt nicht gut begonnen für die Hoffenheimer ganz in Blau. Der Kolumbianer Córdoba brachte die Rheinhessen nach 11 Minuten in Führung. Schockstarre bei 1899 von wegen. Den Kurpfälzern gelang prompt der Ausgleich. Nur 2 Minuten später Amiri mit dem 1:1. Nach der Pause zogen die Nagelsmänner den Mainzern dann über die Außenbahn den Zahn. Marc Uth mit der 2:1 Führung nach 68 Minuten. Wieder war es Marc Uth, der nach Solo von Kader Schabek mit dem 3:1 für die Entscheidung sorgte. Hairos Anschlusstreffer 12 Minuten vor dem Ende warf Hoffenheim nicht mehr aus der Bahn. Die 3 Punkte waren am wichtigsten heute und ja, die haben wir alle zusammen geholt. Wir haben unglaublich hart gekämpft dafür und ja, im Endeffekt verdient gewonnen. Julian Nagelsmann mit dem jüngsten Trainer der Bundesliga gibt es in Hoffenheim wieder berechtigte Hoffnungen auf den Klassenerhalt. Die weiteren Spiele: Berlin-Wolfsburg 1:1, Ingolstadt-Bremen 2:0, München-Darmstadt 3:1. Bereits am Freitag trennten sich Frankfurt und Hamburg torlos. Am morgigen Sonntag dann noch 3 Begegnungen. Leverkusen empfängt Dortmund, Hannover tritt gegen Augsburg an und Schalke hat Stuttgart zu Gast. Die Tabelle: München mit 11 Punkten Vorsprung auf Verfolger Dortmund an der Spitze. Berlin ist Dritter, dahinter punktgleiche Leverkusen und Mönchengladbach. Schalke ist Sechster vor Mainz und Wolfsburg. Die zweite Hälfte beginnt mit Ingolstadt, dann Hamburg, Stuttgart und Darmstadt. Bremen weiter auf dem Relegationsplatz, Hoffenheim nur noch 2 Punkte zurück, Hannover bleibt Schlusslicht. Eine große Überraschung gab es heute bei den Bob- und Skeleton-Weltmeisterschaften in Innsbruck Eagles. Tina Herrmann holte sich in ihrer noch sehr jungen Karriere den ersten Weltmeistertitel und kann es selbst kaum glauben. Unbändige Freude und Tränen der Erleichterung bei Skeleton-Pilotin Tina Herrmann. Die 23-Jährige vom Königssee hat sich erstmals zur Weltmeisterin gekrönt. In Innsbruck Eagles lag die Favoritin nach 3 Läufen in Führung, war bis dahin aber nicht vollauf zufrieden mit ihren Fahrten. Im 4. und letzten Durchgang zeigte Herrmann noch einmal ihr Können. Sie traf die Kurven besser und verwies die Österreicherin Janine Flock auf den 2. Platz. Ja, ich kann es irgendwie noch gar nicht so richtig glauben. Es ist noch voll. Oh, ich bin jetzt echt Weltmeisterin geworden im Einzel. Und es ist einfach nur Wahnsinn, Hammer. Ich muss das erstmal ein bisschen verdauen. Bronze holte Elena Nikitina aus Russland. Die Thüringerin Sophia Griebel fiel am Finaltag noch vom 3. auf den 7. Platz zurück. Vielleicht sind Sie ja gleich genauso überrascht über Ihre 6 Richtigen. Hier sind die Lottozahlen.
1, 13, 16, 29, 30, 31 und die Superzahl die 6. Diese Angaben sind wie immer ohne Gewähr. Weitere Gewinnzahlen finden Sie auf tagesschau.de und im ARD-Text ab Tafel 580. So, das war der Sport, das war das Lotto. Fehlt uns nur noch das Wetter. Liebe Claudia, wie wird der Sonntag? Thomas, ich glaube, da kriegen wir weder zwei noch drei richtige noch irgendwas, weil es verbreitet doch ganz schön nass werden wird. Das heißt, in der Nacht, vor allem im Süden und Norden, ziemlich kräftiger Regen morgen. Das sind nämlich die Werte für tagsüber. Wird sich das Ganze auf das nördliche Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen rüber bis nach Sachsen konzentrieren. Da sind 20 bis 40 Liter drin. So im Stau des Harzes zum Teil auch über 40 Liter. Sonst kommen immerhin noch mal 5 bis 10 Liter zustande. Im äußersten Süden und auch ganz im Nordosten sind es um die 10 Liter. Also es schüttet zum Teil wie aus Eimern und das geht auch so weiter. Dementsprechend, Sie werden sich schon denken können, mit Sonne ist nicht allzu viel. Im äußersten Süden und Südwesten, da kommen wir vielleicht auf 1 bis 4 Stunden. Aber das war es dann auch relativ für ganz Deutschland gesehen. 1 bis 2 Stunden vielleicht auch noch mal Richtung Ostsee. Das bedeutet eben auch, in den nächsten Tagen immer wieder neuer Regen. Sie sehen es auf der Niederschlags- und Wolkenvorschau. Hier dieses Wolkenband, das driftet dann immer mal wieder ein bisschen nach Süden. Dann kommt es nach Norden voran. Und genau da, wo diese Luftmassengrenze liegt, denn das ist es. Da regnet es zum Teil richtig heftig. Es kann eben auch zu Überflutungen von kleineren Bächen oder auch Flüssen kommen, weil das bis Dienstag mehr oder weniger so weitergeht mit Starkregen in unterschiedlichen Regionen. Jetzt in der Nacht, vor allem nach Süden und Norden, zum Teil noch kräftiger Regen. Die Temperaturen liegen in der Nordhälfte, meist so bei Werten zwischen 4 und 7 Grad. Nach Süden steigen sie sogar eher an, 9 bis 12 Grad. Es kommt wärmere Luft. Morgen Vormittag bleibt es dann aber bei vielen Wolken. Es regnet richtig kräftig, dann vor allen Dingen eben in dem eben gezeigten Streifen Nordrhein-Westfalen bis nach Sachsen. Im Nachmittagsverlauf kommt das Ganze noch ein bisschen weiter nach Norden voran und von Süden und Südwesten her lockert es mehr und mehr auf. Das heißt, Baden-Württemberg und Bayern ganz gute Chancen, dass die Sonne längere Zeit scheint. Höchstwerte meist 9 bis 15 Grad sogar im Raum Freiburg. Der Wind richtig kräftig legt am Nachmittag noch mal zu. Auf den Bergen gibt es schwere Sturmböen, zum Teil Orkanböen. Nass bleibt es dann auch am Montag, vor allem über der Mitte und dem Norden. Am Dienstag sinken die Temperaturen, dann geht das Ganze auch noch in Schnee und Schneeregen über. Und dann wird es deutlich kälter, und zwar in ganz Deutschland. Also ein Auf und Ab. Ja, herzlichen Dank dafür, liebe Claudia. Obwohl alles ein bisschen feucht klingt, meine Damen und Herren, das war es von uns, von den Tagesthemen. Hier folgt das Wort zum Sonntag. Und Tagesthemen gibt es natürlich morgen wieder. Also kommen Sie gut durch diese Nacht.